Ich habe wieder was Neues von Kilhoman, diesmal den Kilhoman Casado. Warum das Ding so heißt und ob das schmeckt, das schauen wir uns am Intro an. Los geht's, Kinders. Willkommen bei Frankly Mr. Z. Ich bin heute wieder auf Isla unterwegs, habe für euch ein Kilhoman dabei, und zwar Kilhoman Casado. Mit 46%, schöne rote Verpackung. Das Ding heißt so, weil da nicht nur Bourbonfässer drin waren, sondern die haben das ganze Zeug, was in Bourbonfässern war, nach 6 Jahren in portugiesische Rotweinfässer gekippt und das dann nochmal 2 Jahre drin gelassen. Quasi haben wir dann hier einen circa 8 Jahre alten Whisky vor uns. Und wenn wir was gelernt haben in den letzten Monaten und Jahren, dann, dass Kilhoman am besten ist, wenn der zweistellig ist. Denn gefühlt sind alle Abfüllungen von Kilhoman, die wir zweistellig im Glas hatten, richtig, richtig geile Bomben gewesen. Und die jüngeren waren immer so, ja, war okay, aber auch nicht immer so der Moment, wo man gesagt hätte, muss ich jetzt dringend haben. Naja, ich bin auf jeden Fall auf den hier gespannt, denn ich finde halt Rotweinreifung oder Rotweinfinish und rauchiger Whisky passt halt super gut zusammen. Und das ist ja wie mit Rauch und Sherry und so, das passt ja auch mal sehr gut zusammen. Was ich halt spannend finde, ist, das Ding ist natürlich sehr, sehr hell. Ne? Für eine Rotweinfassreifung, finde ich, hat der nicht viel Farbe abbekommen. Aber das muss ja nichts heißen. Farbe ist ja nicht alles, wie wir wissen. Preislich liegt der Kollege übrigens bei 90 bis 95 Euro. Nicht sehr günstig mit 46%. Und es gibt 12.900 Flaschen. Also ganz schön viel. Vielleicht wäre cooler gewesen, die hätten die auf Fassstärke gelassen. Aber hätten wir wahrscheinlich nochmal 30 Euro mehr bezahlen dürfen. Aber so finde ich den Preis auch schon recht teuer. Ne? Aber man muss ja überlegen, offiziell steht ja hier auch kein Alter einfach mal drauf. Das sind ja alles nur Infos, die wir so rausgefunden haben. Ja, Release-Jahr 2022, 12.900 Bulls, aber kein genaues Alter mit drauf. Sonst steht das ja schon mal so ein bisschen mit drauf, aber hier leider nicht. Ist auch kein Problem. Kann ja sein, dass das Zeug trotzdem richtig granatengeil ist, aber wir schauen erstmal, ob das auch so ist und halten jetzt erstmal die Nase rein. Also los geht's, Kinders. Also, speckig, rauchig, volles Programm. Also richtig so schöner Schwarzwälder Räucherspeck ist das. Mit einer schönen Rauchnote dabei. So wie man von Kilhoman halt auch kennt, ne? Ich glaube mittlerweile, also ich glaube, wenn man sich ein bisschen noch intensiver damit beschäftigt, kannst du, glaube ich, anhand von dem Rauch mittlerweile rausfinden, aus welcher Brennerei das jeweils kommt. Ich finde, das ist so eine typische Kilhoman-Note. Aber es ist schwer, hinter den Rauch zu kommen. Ich merke, da ist irgendwas Süßes, da ist was, sowas Rotfruchtiges vielleicht. Ich muss auch die ganze Zeit an so einen Eistee denken. Aber das ist super schwierig. Also der Rauch ist schon intensiv, der ist schon sehr präsent, der sagt sehr, sehr gut Hallo hier und ist echt ein bisschen schwierig. Also ich würde sagen, vom Geruch her habe ich diesen Bacon, diesen Schinken, dieses Raucharoma. Dann habe ich irgendeine Süße, die ich echt nicht definieren kann, und dahinter kommt irgendwas so. Also ich bin der Meinung, das riecht wie so ein Eistee, wie so ein Früchte-Eistee, so ein rote Früchte-Eistee, weiß ich nicht, so ein Bären-Eistee, weiß ich nicht, irgendwie so weit in die Richtung. Bisschen dreckig ist er auch, aber sehr dezent. Ich würde eher sagen, es ist so ein Röstaroma noch mit dabei. Also nasentechnisch finde ich da nicht mehr viel. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Da habe ich mir mehr von versprochen. Naja, wir probieren einfach mal. Hilft ja nichts. Also Slangerkinas.
Also auch geschmacklich. Ich habe super viel Vanille. Ich habe ganz viel Rauch. Ich habe ganz viele Bacon- und Schinkennoten, aber nichts anderes. Und ich muss sagen, der schiebt ordentlich, ne? Aber er gibt richtig Gas. Der hat schon so eine. Das ist so, zerbeiß mal so schwarzen Pfeffer, ne? Oder manchmal habe ich. Manchmal ist es ja so wie so eine leichte Ingwernote, aber ich finde, das ist schon schärfer als Ingwer. Vor allem krass ist, das kommt hinten raus erst. Also jetzt, wo der weg ist. So zum Abgang hin, jetzt kommt so im Nachhinein diese pfeffrige Note durch. Das ist wirklich original schwarzer Pfeffer. Aber ich habe nichts Fruchtiges, nichts, wo ich sagen würde, da fällt, also ich habe nichts, wo ich sagen würde, das ist eine Rotweinreifung, das ist generell ein Rotweinfinish oder sonst irgendwas. Für mich schmeckt der und riecht der fast wie eine reine Ex-Bourbon-Reifung. Komm mal einen Schluck. Wenn ich mich ganz sehr anstrenge, habe ich noch irgendwie so stark geröstete Mandeln. So ein bisschen diese Rauchmandeln von, wie heißt der Laden nochmal? Ölche, die wir schon mal beim Food Pairing hatten. In die Richtung geht es vielleicht ein bisschen, aber ansonsten, es ist für mich, also es schmeckt für mich wie eine reine Ex-Bourbon-Reifung, die einfach richtig krass viel Rauch hat. Ich komme nicht auf eine Rotweinreifung, wirklich nicht. Und dann denke ich mir bei dem Preis wieder. Krass. Das ist für mich auch so die Frage, ne? Also ich bringe diese Abfüllung raus, sage, es ist die Abfüllung 2022, heißt also, es wird ja vermutlich andere Abfüllungen davon noch geben. Aber wenn ich damit anfange und ich sage, das ist jetzt die Abfüllung und ich probiere den und sage mir, hä? Wo ist denn da die Rotweinreifung oder hat der überhaupt von der Rotweinreifung was abbekommen? Dann finde ich das halt schwierig, mir in Zukunft da nochmal eine Buddel von zu holen, ne? Ich finde es bei Kilhoman die letzten Abfüllungen eh generell schwierig. Ne? Also wie ich jetzt schon gesagt habe, alles, was ich so bekommen habe, was so zweistellige Abfüllzahlen hatte, teilweise Single Cast oder so, die waren echt richtig geil. Ne? Die haben richtig Spaß gemacht zu trinken. Da hat man wirklich das Potenzial einfach auch gemerkt, das Kilhoman halt hat. Aber diese ganzen Sachen, die halt relativ jung noch sind von denen, jetzt mal den Zanake ausgenommen, weil der ist eigentlich immer sehr, sehr nice, finde ich, ist das in letzter Zeit echt schwierig geworden. Nicht nur wegen steigender Preise. Und da überlege ich mir halt einfach zweimal in Zukunft, ob ich jetzt wirklich die fast 100 Euro in die Hand nehme und mir davon diese Buddel hole, die mir aber in meinen Augen keinen Mehrwert bringt. Also ich habe halt, für mich habe ich halt gedacht, okay, wenn ich schon so eine Buddel hole und ich kaufe die für das Geld, dann habe ich auch, oder ich merke auch, dass es eine Rotweinreifung war oder ein Rotweinfinish zum Beispiel. Aber es ist ja, also wie gesagt, ich finde es super schwierig, dahinter zu kommen, weil es einfach krass viel Rauch ist. Es ist super vanillig, es ist ein bisschen cremig, es schiebt ordentlich, aber es ist halt für mich, hat es halt mit einer Rotweinreifung nichts zu tun. Also ich bin hier bei, ja, 2 bis 3 Daumen hoch. Ich bin echt enttäuscht davon und ich hoffe, Kilhoman liefert in Zukunft einfach besseren Kram ab. Das ist echt schade. Was steht denn? Ach, hier stehen auch noch Notes drauf. Wir können ja mal kurz gucken, was hier so steht. Hier steht, ich müsste Summer Fruits haben, Marzipan und maritime Noten. Kann ich so nicht mitgehen. Pepper and Spicy, ja. Pfeffrig habe ich auf jeden Fall gehabt. Frische Fresh Fruit und Salty Peat Smoke. Nee, auch nicht, aber rauche ich schon. Also, ja gut, so Räucherschinken und Räucherspeck ist schon ein bisschen salzig, ne? Ja, vielleicht. Und dann im Abgang Wellen von Waves of Hot Spice. Gekochte Früchte und ein bisschen süß. Also Früchte finde ich geschmacklich gefühlt gar nicht. Kann ich nicht bestätigen. Naja, schade drum, aber wie gesagt, so ist das halt. Ne? Vielleicht finden andere oder vielleicht findet ihr den total geil und sagt hier, du hast keinen oder einen komischen Geschmack heute. Kann natürlich auch sein, aber ich finde ihn halt eher uncool.
zum, vor allen Dingen für den Preis. Da hole ich mir dann lieber einen Zanake, der kostet, keine Ahnung, 45, 46 Euro. Da weiß ich, was ich habe und das schmeckt immer. Gut, gerne euer Feedback in die Kommentare. Wenn ihr die Buddel offen habt, wenn ihr ihn probiert habt, gerne dazu in die Kommentare mit reinschreiben. Ansonsten gerne den Kanal abonnieren, das Video liken. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr meinen Kanal auch supporten, direkt hier unten drunter bei Patreon, bei Ko-fi oder als YouTube-Kanal-Member. Da tut ihr was Gutes für mich und für diesen Kanal und ich würde mich freuen, euch da bald in der Community begrüßen zu dürfen. Gut, und jetzt wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.